Liebe Anwesende, 15 Uhr ist schon durch. Von daher wollen wir in dieser beschaulichen Runde anfangen. Ich werde heute was erzählen zum Thema Kanusport, jahrtausendealte Natursportart und was das denn wohl zu tun hat mit Daten. Kanusport im Datenfluss. Zu Anfang ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin beim Deutschen Kanuverband angestellt, bin Geschäftsführer des Verlages. Wir verlegen eine Zeitschrift, Bücher für Kanuten und andere Produkte, die man halt braucht, um Kanusport zu betreiben. Vom Hintergrund, ich habe Kommunikationswissenschaft, Marketing, Politologie studiert, habe früher mal Leistungssport gemacht im Kanurennsport und bin jetzt noch Schönwetter-Wanderpaddler. Von daher, ich bin weder ITler noch bin ich Trainingswissenschaftler, auch wenn ich über einige dieser Bereiche gleich was erzählen werde. Ein bisschen was habe ich zusammengetragen, aber nicht zu allem bin ich jetzt ganz detailliert im Bilde. Kurz was zur Agenda, die wir jetzt durchgehen wollen. Ich werde ein bisschen was über die Sportart Kanu grundsätzlich erzählen und wir werden uns dann zwei Bereichen zuwenden, wo Kanu was mit Daten zu tun hat. Gibt natürlich noch viel mehr, aber insbesondere werden wir auf den Freizeitsport eingehen, wo es viel um Daten und Informationen geht und um den Leistungssport, wo wir sehen werden, dass auch sportlicher Erfolg eine ganze Menge damit zu tun hat, dass man Daten erfasst und auswertet. Kanusport gliedert sich halt zum einen in den Bereich Kanu-Freizeitsport. Das ist nun die ganze breite Masse von dem, was viele von euch wahrscheinlich kennen. Kanu-Wandern, was man halt gemütlich auf irgendwelchen Flüssen, Bächen und Seen macht. Seekajak fahren, was dann auf großen Gewässern, auf dem Meer, auf dem Bodensee oder sowas, das ist dann schon, wo dann vom Wind und Wellen ein bisschen mehr abgeht. Und in diesen Breiten hier nicht so gut möglich Wildwasser. Das ist also halt was für die alpinen Gewässer, wo es halt stärkere Strömungen und steil runtergeht. Der zweite Bereich ist der Kanu-Leistungssport. Vermutlich am bekanntesten ist der Kanu-Rennsport. Wie paddel ich möglichst schnell von A nach B mit Strecken von 200 bis 2000 Metern? In festen Bahnen. Es gibt dann ebenfalls noch als olympische Sportdisziplin den Kanuslalom. Da wird ein Kanal, der ist so um die 300 Meter lang in der Regel, runtergepaddelt. Man muss da 25 Tore vorwärts oder rückwärts durchfahren. Durchaus sehr fordernd, auch was das Geschick angeht. Man darf diese Stangen nicht berühren, man muss aber in der richtigen Reihenfolge da durchkommen. Vielleicht nicht ganz so bekannt, Kanu Polo. Ist so eine Mischung aus Wasserball, Basketball und Kajakfahren. Also man hat da ein Spielfeld und es gibt zwei hochhängende Körbe, wo dann ein Ball reingeworfen wird. Kanu-Drachenboot, sicherlich bekannter. 20 Mann, ein Trommler, ein Steuermann in einem Boot. So ähnlich wie Kanu-Rennsport ansonsten, aber halt natürlich mit viel mehr Bohai, wenn da sechs Boote gleichzeitig auf dem Wasser sind, 150 Leute oder so. Meistens auch mit großen Zuschauermassen am Ufer ist halt eine besondere Stimmung, die man da hat. Wildwasser-Rennsport, das ist nicht dasselbe wie das Wildwasser, was wir vorhin im Freizeitsport hatten. Hier wird ein langer Wildbach über die Länge von in der Regel 20 Minuten, das sind also dann schon ein paar Kilometer auch runtergefahren. Da geht es wirklich auch nur darum, schnell runterzukommen. Erfordert halt vielfältige Formen der Boots- und Wasserbeherrschung und ist halt auch sehr etablierte Wettkampfsportart. Es gibt noch einige andere, am bekanntesten wahrscheinlich Stand-Up-Paddling, wo man auf so einem Surfbrett im Grunde steht und daher paddelt. Auch da gibt es Wettkämpfe, auch wenn die meisten das hier wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen haben, dass das so freizeitpaddelmäßig abgeht. Gibt noch einige Sparten mehr, die habe ich jetzt nicht aufgeführt, von Kanu-Marathon, Kanu-Segeln, sonst was, würde ich jetzt bisschen in die Weite führen. Allerdings, es gibt eins, das ist kein Kanusport. Ich weise da gerne darauf hin. Das hier nennt man Rudern. Es ist auf ähnlichen Gewässern, aber es geht in die andere Richtung. Ein bisschen was zur Organisation noch, damit wir eine Vorstellung davon kriegen, wie viele Leute das betreffen mag. Es gibt
eine Erhebung, die ist ungefähr 10 Jahre alt, die sagt, dass ungefähr 2 Millionen in Deutschland mindestens einmal im Jahr in ein Kanu steigen. Davon sind wahrscheinlich 1,5 Millionen, die sich am Wochenende mal irgendwo ein Boot mieten und dann einen Fluss ihrer Wahl runterfahren. Ob mit oder alkoholische Getränke an Bord sei dahingestellt. Das sind die gute Laune-Paddler, das sind die meisten. Es gibt aber ein paar, die das irgendwie regelmäßig oder ernsthaft betreiben wollen und davon sind die allermeisten halt in einem Kanuverein organisiert. Bundesweit sind das 120.000 ungefähr, die in den Kanuvereinen sind, 1300 Vereine roundabout. Die meisten auch in den Vereinen sind Freizeitsportler. Nur ungefähr 20% sind die, die dann in einer der 10 Leistungssportsparten unterwegs sind, wo es jeweils deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften und so weiter dann noch gibt. Der Deutsche Kanuverband ist in den letzten 25 Jahren bei Olympischen Spielen der erfolgreichste deutsche Sportverband gewesen. Haben, ich glaube, 25 Goldmedaillen alleine geholt in dieser Zeit. Und vieles liegt daran, dass man Wissen, was schon vorhanden war, auch im DDR-Sport, was die Frage der Trainingssteuerung, Trainingsdatenerfassung, Leistungsdiagnostik und so hat, bewahren konnte. Also den Teil, den man nicht bewahren wollte, der mit Doping angeht, den haben wir außen vor gelassen. Aber es hat eben vieles nicht nur damit was zu tun gehabt, sondern einfach damit, dass man auf einem sehr hohen Niveau auch wissenschaftlich geforscht hat. Wir wollen uns aber zuerst dem Kanu-Freizeitsport zuwenden. Ich hatte überlegt, ob ich da noch eine Folie zu mache. Also Kanu ist der Sammelbegriff. Es gibt Kajak und Kanadier. Also das wird ein bisschen vermischt schon mal, weil das im Amerikanischen, das Canoe ist das, was wir Kanadier nennen. Also ein oben offenes Boot, was mit Stechpaddeln bewegt wird. Und das Kajak ist halt die andere Ausprägung davon. Aber im Deutschen und auch im britischen Englisch ist Kanu also dann schon der Sammelbegriff für beide Ausprägungen. Wobei wir uns schwerpunktmäßig jetzt mit Kajak befassen werden. Also wer jetzt von den gemütlichen Touren kennt, wenn man sich ein Boot mietet, ist das ja meistens ein Kanadier für 2 bis 4 Leute, wo man dann zum Stechpaddel rumfährt. Das ist aber alles da mit im Begriffen. Ich will was erzählen zum Daten, die im Kanu-Freizeitsport interessant sind. Die allerwichtigsten Daten, die erfasst werden müssen, sind welche zu Gewässern. Es gibt etliche tausend Gewässer in Deutschland. Auf den meisten davon kann man nicht paddeln, weil sie zu klein sind oder weil sie halt so verbaut sind, dass sie halt schmal sind, dass sie nicht tief genug sind und so weiter. Die erste Frage ist deswegen, ist ein Gewässer für eine Befahrung mit einem Kanu überhaupt geeignet? Maßgebliche Größe dafür ist die Frage des üblichen Wasserstandes. Das hängt jetzt immer auch vom Bootstyp ab. Also klar, für so einen Vierer-Kanadier brauche ich mehr Wasser, als wenn ich mit einem kleinen, schmalen Wildwasser-Kajak irgendwo durchpaddeln will. Es ist eine Frage, wie ist das Gewässergefälle? Wir hatten ja vorhin das Wildwasser, da geht es halt mit deutlich stärkerer Steigung runter, als bei, wenn man hier auf dem Main oder auf dem Rhein oder irgendwo unterwegs ist. Die Gewässerschwierigkeit, die hat bedingt auch was mit dem Gefälle zu tun, aber nicht nur. Also gerade im wilden Wasser wird halt da auch unterschieden, wie der Flussstrom ist, ob da das verblockt ist, ob da schwere Steine drin sind und so weiter. Gibt es ansonsten irgendwelche Hindernisse? Das kann der umgefallene Baum sein, das kann die niedrige Brücke sein oder halt irgendein Querbauwerk, was Schwierigkeiten machen könnte. Es gibt verschiedene Quellen, wie wir uns diese Daten, die wir da brauchen, beschaffen können. Die einfachste ist natürlich früher traditionell, das hat der eine dem anderen erzählt, was es da gibt. Gibt jetzt auch irgendwelche Online-Dinge, die, wo einer ist mal hergefahren, schreibt das irgendwo hin. Jetzt soweit so unspannend. Interessanter, also hier ist nochmal eine Einstufung für diese Schwierigkeitsgrade. Gibt es irgendeine ordinale Skala von 1 bis 6, die sogenannten Wildwasserschwierigkeitsgrade, die halt
unterscheiden. Nicht nur das, man kann das glaube ich nicht gut lesen, also hier ist halt der Wasser, regelmäßiger Stromzug, unregelmäßiger Stromzug und hier die Frage, ob das Flussbetthindernisse sind und ob da Schwelle, ob da Verwirbelungen und sowas sind, wo dann die meisten, gerade wilden Bächen, eingestuft werden in verschiedenen Klassen. Die individuellen Beschreibungen und auch die Einstufungen, wie ein solches Gewässer von der Schwierigkeit her zu bewerten ist, werden gerne in Beschreibungen komprimiert. Das ist eine Hauptaufgabe, die wir auch machen und auch im Verlag halt machen, dass wir Befahrungsberichte von ganz vielen Leuten zusammentragen und daraus dann eine Beschreibung zusammentragen, wo kann man diesen Fluss befahren. Das ist jetzt schon relativ kryptisch, jedenfalls man weiß natürlich nicht, das ist jetzt der Peilbach in Österreich, ist es da schön oder wie sieht er aus, aber wir haben die technischen Daten, die wir brauchen, um einschätzen zu können, was es ist. Also der irgendwie ist im Schwierigkeitsbereich, also oben ist eine Beschreibung, irgendwo am Oberlauf ist der Schwür zwischen 3 und 5, also das ist schon relativ schwer, würde ich mich nicht mehr drauf trauen, da sollte man schon irgendwie Wildwasser sehr gut beherrschen. Gefälle, 30 Promille, das ist schon ganz ordentlich auch, korrespondiert halt auch zu dem Schwierigkeitsgrad. Wasser sauber, das ist schön, das ist bei den meisten deutschen Flüssen inzwischen so, das ist im Ausland aber je nachdem, wo man hinkommt, längst nicht überall so. Und hier noch angegeben zum Beispiel Informationen, wo man da gut campieren kann, weil das ist nach wie vor so, dass die meisten Kanuten, die irgendwo paddeln, nicht ins Hotel gehen, sondern irgendwo ihr Zelt aufschlagen wollen. Gehöre ich jetzt nicht zu, aber das ist nach wie vor so üblich. Und dann haben wir hier Nummer 0 ist dann meistens die Quelle, weil man die relativ gut ermitteln kann und wir können aber die obersten 4 Kilometer nicht befahren, da ist es natürlich noch ein schmales Rinnsal und hier steht jetzt, das ist alles mit so Symbolen halt ein bisschen abgekürzt, rechts habe ich die Legende angeschrieben. Hier ist dann zu sehen, bei Kilometer 4 ist die erste Einsatzstelle bei einem Ort, der heißt Flatnitz und gegenüber einem rechten Nebenbach über eine Forststraße kann man dahin. Und es fängt mit Wildwasser 2 an und wird dann langsam schwerer. Das ist irgendwie ganz schön, wenn man nicht gleich mit dem Allerheftigsten anfangen muss. Aber so Beschreibungen werden dann im Grunde aggregiert aus dem, was man an Meldungen zurück hat. Das wird schon 30, 40 Jahre so gemacht. Gibt es dann dicke Bücher, die nur mit so Tabellen dann im Grunde vollgeknallt sind, wo man aber halt letztendlich für jeden Fluss, der in Deutschland für den Kanusport interessant ist, nachlesen kann, wo man da rein kann, wo man da raus kann, wo man da übernachten kann und so weiter. Ja, also das ist natürlich auch jetzt irgendwie in Jahrzehnten zusammengetragenes Wissen. Wir kriegen jetzt in der Regel nur noch die Meldung, wenn irgendwas nicht mehr so ist, wie es im Buch gestanden hat. Die kommen alle 5, 6, 7 Jahre neu raus. Zwischendurch kriegt man dann irgendwie noch ein Aktualisierungsblatt mal runtergeladen, aber nach wie vor ist das halt klassisch, wie das mit gedruckten Büchern halt ist. Was dann bis zum Redaktionsschluss nicht drin ist, ist dann halt nicht drin, aber im Inland zumindest gibt es eigentlich nur noch Änderungsmeldungen. Im Ausland gibt es natürlich, je nachdem, wo man hinkommt, Gebiete, die noch nicht so genau erfasst sind oder Flüsse, wo man dann irgendwie, also ich habe jetzt gerade von der Türkei was gesehen, da gibt es eine Flussbeschreibung, der Fluss ist 1000 Kilometer lang, da gibt es irgendwie 5 Einträge, da ist eine Brücke, da kommt noch eine Brücke, da ist eine Stadt und das war's. Da ist natürlich dann auch noch Potenzial, dass man das ein bisschen detaillierter aufschreibt, aber für manche Leute ist selbst diese Information besser als gar keine. Immerhin ist da schon mal jemand hergefahren und kann da ein bisschen was zu sagen. Also Probleme habe ich. Wir hatten irgendwie aus den 80er Jahren mal Befahrungsbeschreibungen aus dem Kaukasus gekriegt. An den Flüssen wird sich nicht viel geändert haben. Trotzdem wird sich natürlich da niemand jetzt im Moment freiwillig hintrauen, solange die politische Lage da so kritisch ist. Und das kann man natürlich irgendwie mit so Büchern relativ schlecht auch abbilden. Aber im Grunde ist das System halt überall gleich. Und dadurch, dass wir diese Symbole da haben, ist das halt von Textumfang ein bisschen komprimiert. Ja.
ja, wir haben irgendwie so ein Online-Meldeformular, da kannst du dann auch eintragen, ich habe das Buch auf der Seite so und so, da ist dieser und jener Fehler oder die Kilometerangabe stimmt nicht oder da steht ein Campingplatz drin, den gibt es aber nicht mehr oder da ist eine neue Brücke gebaut oder das Wehr ist umgebaut worden, das war früher, weil das ein fahrbares Schrägwehr, jetzt ist ein Steilwehr und da muss man jetzt rechts irgendwie umtragen oder das sind dann. Oder, da kommen wir gleich noch zu, man darf da auch vielleicht nicht mehr paddeln. Außer diesen Grunddaten, die jetzt, ich sag mal, vom Gewässer selber herrühren, haben wir dann auch noch die Frage, kann man denn jetzt im Moment auf dem Bach überhaupt paddeln? Das ist gerade, wenn man so einen Hochsommer hat wie jetzt, durchaus spannend, weil wir nämlich ganz viele paddelbare Gewässer haben, wo jetzt der Wasserstand nicht reicht. Also das ist, hat heute zwar in der Regel nicht mehr so Faltboote, die aus Leisten und Stoff bespannt sind, wo jede Berührung mit einem Stein das Fahrtende bedeutet, trotzdem ist auch aus Naturschutzgründen ist wichtig, dass man immer mindestens mehr als eine Handbreit Wasser unter dem Kiel hat, auch bei so einem Kanu. Und wenn das nicht sicher gewährleistet ist, dann fährt man so Strecken nicht, auch um das Material zu schonen, aber auch um da keine Natur-Impacts zu haben. Wichtig ist auch die Frage von rechtlichen Beschränkungen. Wir haben inzwischen knapp 900 Gewässer oder Gewässerabschnitte, bei denen das Fahren gar nicht oder nur noch zu bestimmten Zeiten erlaubt ist oder nur noch unter bestimmten Konstellationen. Das sind meistens Naturschutzgründe, also weniger jetzt reine Sicherheitsgründe, sondern dass man davon ausgeht, dass eine intensive Nutzung durch Kanuten dem Ökosystem dieses Gewässers abträglich ist. Das kann grundsätzlich so sein. Nicht alle diese Regelungen sind aus unserer Sicht immer angemessen. Das ist halt ein ständiger Konflikt, den man dann auch ausfechten muss. Also es gibt halt Strecken, da darf man zwar wandern und Hunde frei laufen lassen, man darf aber nicht paddeln, weil man könnte die Wasservögel aufschrecken. Und da sind wir als ein Verband natürlich auch dann bei zu kämpfen, ob man nicht irgendwelche Regelungen findet, die verschiedene Nutzer da gleich behandelt. Es gibt auch Situationen, wo man halt dann versucht zu sagen, wir haben irgendwie, die Brutzeit der Vögel ist zwischen März und Juni, dann ist es in der Zeit gesperrt, ab Juli ist da, aber sind hier aber alle groß und dann könnte man da auch wieder weiter herpaddeln und dann sind irgendwo, das sind so Regelungen, die wir uns dann versuchen zu erarbeiten. Ja, wichtige Informationen, ob man da fahren kann, ist natürlich Pegel. Da gibt es viel. Inzwischen ist für die Kanuten sehr schön, kriegt man das irgendwie auch online. Früher wurden irgendwie die Telefonnummern der Wasserwirtschaftsämter wie Geheimnisse rumgereicht, dass man mal anrufen kann, ob der Pegel da so und so ist. Dann bevor man da hinfährt und nachher sieht, auf dem Bach ist kein Wasser und ich bin jetzt 500 Kilometer gefahren und das geht nicht. Diese reine Pegelinformation ist natürlich jetzt nur dann hilfreich, wenn ich die auch interpretieren kann. Also keine Ahnung, ob jetzt 2,15 Meter auf dem Main oder auf dem Glan viel ist oder nicht. Wichtiger wäre für mich zu wissen, was bedeutet das denn? Deswegen haben wir inzwischen auch in etlichen Bereichen eine Kombination geschaffen, dass man halt den aktuellen Pegelwert in Relation setzt zu einem Mindestpegel. Das ist jetzt Stand von heute Morgen, das ist irgendwie zum Beispiel Bayern, das ist relativ typisches Bild. Also von den 5 Gewässern, die da jetzt drauf sind, kann man 4 nicht fahren, weil das Wasser nicht reicht. Das ist für einen Hochsommer, Juli, August, September ein Bild, was typisch ist. Ja, auf der Als fehlt nur 1 Zentimeter, also im oberen Bereich und bei Burgkirchen fehlt dann gleich ein ganzer halber Meter, da geht nun definitiv nichts. Auf der Ammer darf man gerade noch fahren, aber auch nicht mehr lange. 2 Zentimeter können da auch schnell weg sein. Also das ist dann relativ eng. Aber das sind halt dann die Dinge, die ein Kanute vor der Fahrt schon mal sich auch besorgt. Und die andere wichtige Information, ich habe das gerade schon mal angedeutet, ist halt die Frage, darf man auf dem Abschnitt überhaupt fahren? Und da gibt es auch schon seit Jahrzehnten, deswegen sieht es auch so aus, eine ganz lange Liste, die immer länger wird. Wie gesagt, 899 Einträge sind da im Moment drauf, wo in Deutschland man
gerade nicht fahren darf. Grundsätzlich ist das Befahren von Gewässern im sogenannten Gemeingebrauch, also genau wie man eine Straße benutzen darf, ohne dass man da irgendwie vorab was beantragen muss, darf man hier auch auf jedem Fluss fahren, auch wenn die Ufer irgendjemandem gehören. Aber die Benutzung des Flusses ist erstmal Gemeingebrauch, also anders als zum Beispiel Fischereirechte, die ja verkauft werden müssen für bestimmte Abschnitte. Paddeln darf man grundsätzlich immer, wenn es nicht eingeschränkt oder verboten ist. Das ist nicht überall auf der Welt so. Also in Großbritannien ist es zum Beispiel so, dass die Gewässer auch irgendwelchen Privatmenschen gehören. Da muss man im Grunde jedes Mal vorher fragen, ob man da auch paddeln darf. Das kann wenn die Grenzen nah aneinander sind, von den einzelnen Grundstücken ein bisschen anstrengend sein. Da diese Liste nicht so ganz der Weisheit letzter Schluss ist, gibt es immerhin, also man kann die jetzt auch online systematischer abfragen, aber wir haben dann das Ganze auch mal noch zu Karten zusammengetragen. Da hat man also, gibt eine große Deutschlandkarte, wo dann halt alle Regelungen eingetragen sind. Alles, was da nicht blau ist, ist das, wo es irgendwelche Regelungen gibt. Also auch hier in der Nähe, weiß ich nicht, Erfelder Altrhein zum Beispiel hat eine Befahrungsregelung am Main. Oder wenn wir weiter in Richtung Süden gehen, zwischen Kocher, Jagst und so weiter, gibt es etliche Flüsse, die, also grün heißt da beim Kocher, das ist nur reglementiert, es dürfen halt eine bestimmte Anzahl an Booten nicht überschritten werden. Das betrifft vor allem den gewerblichen Kanuverleih weniger den Einzelwanderer. Es gibt aber halt diese orangen und roten, da sind halt über mehrere Monate bis hin ganz zu ganzjährigen Sperrungen, wo halt aus Naturschutzgründen gar nichts geht. Diese Informationen wichtig zu haben, weil je nachdem gibt es Bußgelder oder sonst was, wenn man dann dahin kommt und man nicht hätte paddeln dürfen. Wir haben ansonsten, außer den Informationen, die wir jetzt so rein gewässertechnisch haben, gibt es noch, ich nenne das Infrastrukturdaten, wobei jetzt die für den Kanusport relevante Infrastruktur gemeint ist. Also das heißt, wie komme ich überhaupt auf den Fluss? Also es gibt ja Flüsse, die können durch tiefe Täler gehen oder die können entlang einer Autobahn gehen, da komme ich ja gar nicht hin. Und das heißt, ich habe dann Ein- und Ausstiegsstellen, die eine gewisse Bedeutung haben. Und manchmal suche ich halt auch eine Übernachtungsmöglichkeit. Das kann ein Campingplatz oder ein Zeltplatz sein, kann aber auch irgendwie ein Hotel der Jugendherberge oder sowas sein, was auch immer. Ganz wichtig ist natürlich auch noch, was gibt es da an möglichen Problemen? Das häufigste Problem, was Kanuten haben, sind Wehre. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Arten. Also es gibt so ein Steilwehr, einfach so eine quasi eine Wand, wo es dann drüber läuft. Es gibt Schrägwehre mit so Geröll, wo es dann langsamer abfließt. Je nach Beschaffenheit kann man da dann drüber fahren, wenn man es kann oder nicht. Wenn nicht, muss man halt umtragen. Auch da brauche ich dann Informationen, geht es links oder rechts besser? Darf ich es vielleicht gar nicht? Und so weiter. Interessant ist auch immer, wo ist da Bus und Bahn in der Nähe? Man muss ja wissen, dass man die meisten Flüsse nur flussabwärts fährt. Das heißt, ich steige irgendwo ein, ich steige irgendwo aus. Da ich meistens mit dem Auto zur Einstiegsstelle gefahren bin, muss ich dann auch gucken, dass ich dann zum Auto zurückkomme oder ich muss wissen, wie komme ich mit der Bahn zur Einstiegsstelle, damit ich nachher wieder nach Hause komme mit Auto oder mit Bahn oder wie auch immer. Und nice to have ist auch, wenn da irgendwas besonders Spannendes in der Nähe ist, will man das vielleicht auch wissen. Auch dafür gibt es verschiedene Quellen. Auch da gibt es Erfahrungsberichte, die sind manchmal nicht so kryptisch, wie die ich vorhin gezeigt habe. Es gibt halt auch ein paar Fachzeitschriften, die dann sowas haben, mit auch ein paar Bildern. Das gibt auch Bücher, die dann einschlägig sind. Da sieht man halt schon ein bisschen mehr, also auch ein paar Bilder und hat einen Eindruck davon, ist das jetzt schön da, gefällt mir das da, ist mir das zu einsam oder zu belebt oder zu viel Gebäude oder zu wenig. Und wichtige Datenquelle, habe es noch vorhin mal genannt, auch dafür natürlich dann die Gewässerführer, die solche Daten aggregieren, dass wenn man dann diesen schwarzen Balken sieht, kann man vielleicht noch erkennen, auch wenn man das andere nicht lesen kann, das ist ein Wehr. Und wenn da neben ein X steht, heißt das, dieses Wehr kann man nicht befahren, bitte tragt um.
Und es gibt halt Leute, die schlagen den Führer auf beim bestimmten Fluss, den sie fahren sollen und sehen dann Balken, 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 Balken. Und dann sagen sie, oh nee, dann danke, dann gehe ich lieber woanders hin. Das reicht mir schon an Informationen zu wissen, dass ich das nicht haben will. Also den schönen Fluss, wo man dann, weiß ich, hunderte Kilometer ununterbrochen, ohne umzutragen, ohne irgendwas paddeln kann, den gibt es halt in Deutschland kaum noch. Da hat man dann, weiß ich nicht, Rhein, Elbe, Donau, vielleicht noch Weser. Das sind dann so die, wo man das machen kann. Ansonsten ist immer irgendwas im Weg. Anschaulicher als in diesen Flussführern sind das natürlich in Karten. Das ist jetzt ein etwas kleinerer Maßstab, da ist dann auch genau eingetragen. Also man kann jetzt hier sehen, also da auch so diese schwarzen Balken, die heißen auch dasselbe, nämlich da ist ein Wehr und da sind hier Schleusen oder andere Dinge drin. Und man kann hier auch dann erkennen, da sind Campingplätze und sowas eingetragen. Da ist auch nochmal eingetragen, da ist gesperrt. Hier gibt es eine Pegelregelung. Das ist eigentlich das beliebteste Mittel, um sowas rauszufinden, dass man dann in so einer Karte guckt. Noch ein bisschen so ran. So, man kann mal vielleicht noch ein bisschen mehr erkennen. Wir haben als jetzt angefangen, also muss das historisch erklären, das ist halt diese Bücher, ursprünglich wurden die nach jeder Auflage, gab es einen kompletten Neusatz, das heißt, das wurde dann nochmal von irgendwem abgetippt. Wir haben jetzt in den letzten Jahren angefangen, das natürlich irgendwie zu sammeln, aber es ist nach wie vor eine große Word-Datei mit 600-700 Seiten, aus der dann so ein Buch hier entsteht. Das ist aber zunehmend unhandlich und wir haben uns dann Gedanken gemacht, dass wir das natürlich viel lieber in einer Datenbank zusammenführen würden. Wobei die Anforderungen daran jetzt, also für mich als Laie schon relativ vielfältig waren, weil wir wollen das irgendwie für verschiedene Dinge nutzen, unter anderem, dass man es halt auch nachher irgendwie als Buchform wieder rauskriegt, aber auch, dass man zu einzelnen Gewässern, Gewässerabschnitten Daten abrufen kann. Und das, was wir bisher kaum gemacht haben, dass die einzelnen Objekte da drin auch geolokalisiert werden können. Bisher ist das ja nur eine Beschreibung, da ist Straßenbrücke L384 und dahinter ist ein Platz. Jetzt kann, wenn man das dann erfasst, kriegt man halt da irgendwie auch Geokoordinaten und weiß, wo man hinfahren muss. Das ist, und es ist uns jetzt gelungen, dass wir das zumindest fürs Inland in Deutschland konvertiert haben. Jetzt haben wir 1300 Gewässer da drin mit insgesamt 44.000 Einzelobjekten. Davon ist ungefähr ein Drittel geokodiert. Und das heißt aber, dass wir eigentlich ganz wenige Mitarbeiter, die jetzt wirklich auf dieser Ebene arbeiten, die gucken die alle in Google Maps oder in anderen verfügbaren Satellitenbildern oder Online-Karten halt nach, um dann Koordinaten für diese einzelnen Objekte zu finden, damit man das irgendwie zuordnen kann. Also manchmal braucht man auch gar nicht für jedes Einzelne, weil das, wenn ich auf dem Fluss unterwegs bin, wenn ich weiß, dass wer kommt nach so und so vielen Minuten, muss ich das jetzt nicht bis auf 6 Nachkommastellen genau positioniert haben, weil ich da nicht hinreise. Wichtiger ist es, wenn das eine Ein- oder Aussatzstelle ist. Aber jedenfalls, das ist, dass die restlichen noch zu beschaffen wird, uns noch eine Weile beschäftigen. Ich gehe noch ein bisschen ein, was natürlich interessant ist, sind Nutzungsdaten. Das heißt, zwei Dinge. Zum einen wollen wir die gefahrenen Distanzen erfassen. Das geschieht seit Jahrzehnten auch schon analog, indem man so ein Fahrtenbuch geführt wird. Da trägt man einfach ein, man ist von A nach B gefahren, so viele Kilometer. Wenn man dann 800 Kilometer im Jahr zusammen hat und das bestätigt kriegt, dann kann man sich so eine Medaille, so ähnlich wie die, die hier verteilt werden, umhängen. Da kommt jemand mit der Medaille, genau. Bei uns heißt das dann Wanderfahrerabzeichen. Ist überwiegend eine Veranstaltung von älteren Herren. Aber wir sind jetzt dabei, das Ganze auch ein bisschen elektronisch zugänglich zu machen, dass man diese Dinge zumindest online eintragen kann und nicht in so ein Buch. Und entwickeln tun wir halt auch eine App, wo das dann mitgetrackt werden kann. Also es gibt ja schon sicherlich bekannt hier etliche, die auch zum Laufen oder sonst was nehmen, kann man auch im Kanu mitnehmen. Was wir jetzt noch nicht realisiert haben, wo wir aber dran sind, dass wir halt so eine App haben, wo man diese Daten aus den gefahrenen Daten und diese Gewässerdatenbank irgendwie dann mit zusammenkriegt.
Ja, haben wir auch mit den Ruderern zusammen eigentlich entwickelt. Also das, auch wenn das die Ruderer nicht gerne, die Kanuten nicht gerne mit den Ruderern verwechselt werden, aber gewisse Dinge sind, bitte? aber im Grunde sind das auch die, genau dieselben Informationen, die man braucht. Also das ist die, und das ist, gilt auch dafür. Ja, und dann wollen wir natürlich auch erfassen, wo ist denn gepaddelt worden? Also zum einen, stimmt das denn so, wie wir es in den Führern stehen haben? Und für viele Zwecke wäre es auch wichtig zu wissen, wie viele Leute paddeln denn da eigentlich? Und gerade, ich sag mal, wenn es um Sperrungen geht und man kriegt dann irgendwie mit, ja, da fallen die Woche 10 Leute her, das kann jetzt nicht so schlimm sein, dass man da alles durcheinander bringt, ist das halt auch eine Information, die ganz hilfreich sein könnte. Ich habe hier nur mal so einen Shot von diesem elektronischen Fahrtenbuch mitgebracht. Das ist jetzt seit 3 Jahren am Start. Wir haben inzwischen 200 Vereine, die da mitmachen, mit irgendwie 3.500 Nutzern. Und insgesamt sind etwas über 100.000 Fahrten da schon eingetragen worden. Wird man sehen, wie das ist. Aber jedenfalls ist die Neigung, so Dinge in Papier auszufüllen, doch sehr rückläufig, vor allem bei allen Leuten unter 50. Das können wir mal überspringen. Das ist jetzt die nochmal so eine Detailansicht. Aber das wir kommen zum Thema Daten im Kanu-Leistungssport. Ich habe am Anfang gesagt, Erfolg ist nicht nur Zufall, sondern auch planbar. Und wir werden uns jetzt ein bisschen anschauen, was denn eigentlich da alles erfasst wird und was man da rauskriegen kann. Es gibt ganz viele Daten, die man messen kann in dem Bereich. Das Einfachste ist natürlich die Zeit, also wie lange braucht jemand von A nach B. Man kann das dann berechnen, wenn man die Strecke kennt, auch zu einer Geschwindigkeit. Man kann eine Bewegungsfrequenz messen, das heißt also, wie oft wird ein Paddel eingesetzt zum Beispiel. Man kann die Kraft messen, die auf dieses Paddel einwirkt. Man kann halt dann auch Daten zusammenfassen, wie zum Beispiel eine Beschleunigung. Man kann auch biometrische Daten rauskriegen, zum Beispiel eine Herzfrequenz oder einen Energieverbrauch. Man kann Trainingsumfänge und eine Trainingsdauer aufzeichnen. Der Deutsche Kanuverband hat halt für in seinen Trainerrichtlinien auch bestimmte Vorgaben gemacht, wie so ein Trainingsaufbau zum Beispiel sein sollte. Kanu ist eine Kraftausdauersportart. Ich sag mal so Belastungslängen zwischen 40 Sekunden im Sprint und wenn man die längste olympische Strecke 1000 Meter nimmt, sind das da so 3,5 Minuten. Ist also kein reiner Sprint, sondern ist irgendwo dann Mittelstrecke. Das setzt bestimmte Voraussetzungen auch, welches Training am optimalsten ist. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, ich will nur erläutern, es gibt da halt Vorgaben, wie auch dann so ein Training aufgebaut wird. So Trainingspläne umfassen immer bestimmte Zyklen von 3 bis 6 Wochen, wo bestimmte Inhalte Schwerpunkt sind. Und man wird im Winter zum Beispiel mehr Ausdauertraining machen und man wird in einer bestimmten Phase im Winter auch Muskelaufbautraining machen, also reines Krafttraining, während man im Laufe der Saison halt dann mehr auf die Sprintfähigkeit gehen wird, so grob zusammengefasst. Deswegen ist verbindlich für alle, dass man halt Trainingsdaten auch, also für alle zumindest, die ab einer Ebene Landeskader irgendwo kommen, die müssen genau dokumentieren, was sie auch trainieren und was sie für Leistungen bringen, damit man irgendwie da auch Rückschlüsse ziehen kann, auf, woran eine Leistungsentwicklung liegt oder wenn es schlecht läuft, kann man da auch oft Dinge erklären. Das Einfachste, was ich gesagt habe, ist eine klassische Zeitmessung. Hier sind die Jungs 3200 Meter gefahren. Unterschiedlich schnell, wie man sieht. Das sagt jetzt noch nicht unbedingt so viel. Interessanter ist, wenn man das Ganze zusammenträgt und halt das könnten jetzt, in diesem Fall sind das die Zeiten von einem Sportler im Jahresverlauf. Man kann aber auch genauso gut natürlich den Rennverlauf von verschiedenen Sportlern an einem Testtag aufnehmen, sodass man halt da sieht, auch wie die Renneinteilung ist. Also kann ja sein, dass der nach 750 Metern vorne ist, gar nicht der ist, der am Ziel auch vorne ist, weil der andere noch einen guten Endspurt gefahren ist. Sowas kann man halt da auch sehen und kann man Rückschlüsse auf die Fitness und sowas sehen.
Hier haben wir nochmal ein Bild, da ist dann aufgezeigt, wie es aussieht mit Trainingsumfängen. Das sind unten diese hellblauen Linien. Das sind also die monatliche Kilometerleistung, die irgendwo schwankt halt irgendwo zwischen 150 und 600 Kilometer im Monat, je nachdem, wie oft trainiert wurde und was trainiert wurde. Und oben in dieser blauen Linie ist dann eingetragen, welche Zeit auf dieser Teststrecke von 3200 Metern gebraucht wurde. Das ändert sich also auch im Jahresverlauf. Man sieht auch, der ist im Laufe der Jahre trainiert er immer weniger und wird langsamer. Das, weil die besten Zeiten, also es wäre der höchste Peak, halt eigentlich 2009 war. Da waren auch die Umfänge größer und jetzt die letzten Jahre macht er immer weniger. Sehr spannend. Für mich war das auch relativ neu. Man kann halt auch eine Kraftmessung machen an so einem Paddel. Auf dem Bild, was da rechts ist, ist so ein, dieses Gelbe ist halt so ein Teststreifen, der aufgebracht ist. Da wird gemessen, wie sich das Paddel durchbiegt. Das kann man mit Vergleichsmessungen halt dann normieren, dass wenn bei einer bestimmten Biegung eine bestimmte Kraft ist. Das kann man messen, das kann man halt auch während des Paddelschlages messen. Und wir haben unten jetzt, es geht ja um Kajak, die Kurve, das Rote ist das rechte Paddel und das Grüne ist das linke Paddel. Das wird immer abwechselnd eingesetzt, deswegen haben wir immer abwechselnd einen roten und einen grünen Peak. Man kann auch sehen, der paddelt da nicht sehr gleichmäßig. Der erste Schlag sieht ganz anders aus als der andere. Und er paddelt links stärker als rechts. Wenn dieses Boot kein Steuer hätte, würde er also jetzt eine Rechtskurve machen, weil die Peaks dann weniger hoch sind. Und man kann da an diesen Paddelschlägen und diesen Kraftkurven kann man sehr viel auch analysieren. Man kann auch zum Beispiel feststellen, ob Leute zusammenpassen. Wir haben jetzt hier aufgetragen, links sind die verschiedenen Paddelschläge eines Paddlers. Man sieht also auch, wie stark das variiert. Man sieht auch, dass die eine Seite immer stärker ist als die andere. Und diese dicken Linien, die dicke rote und die dicke blaue, das sind so die Mittelwerte dann davon. Aber es schwankt halt doch schon ganz erheblich. Und wir haben dann rechts aufgetragen, das sind die Kurven von verschiedenen Paddlern. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man Mannschaftsboote besetzen will. Also wenn man jetzt einen Vierer oder einen Zweier zusammensetzt und hat Leute, die haben ein sehr unterschiedliches Profil, was die Kraftkurve angeht, läuft dieses Boot nicht rund. Man würde sich immer wünschen, dass der Impuls eigentlich bei allen Leuten, die da einsetzen, immer gleich ist, dass sie gleichzeitig einsetzen. Auch das klappt nicht immer. Aber dass sie, wenn sie da eingesetzt haben, auch noch einen ähnlichen Kraftverlauf haben. Und da kann man aufgrund solcher Messung könnte man sagen, dieses Boot könnte laufen mit diesen Leuten oder nicht. Es gibt dann die Möglichkeit, viele von den Dingen, die wir bisher erwähnt haben, zu kombinieren. Das Dritte ist halt auch eigentlich trivial, dass man halt eine Software hat, die über Geokoordinaten halt eine Positionsbestimmung macht. Daraus wiederum ableiten kann man dann auch Geschwindigkeiten. Und gleichzeitig kann auch eine Herzfrequenz aufgezeichnet werden, sodass wir da eigentlich ein relativ umfassendes Bild schon bekommen können, was da im Training passiert. Ich zeige mal einmal eine Dauerfahrt. Da ist halt jemand eine gute Stunde gepaddelt. Das Rote ist die Herzfrequenz und das Blaue ist die Geschwindigkeit. Fällt irgendjemandem da was auf? Richtig, mit und gegen den Strom. Also es fällt auf, dass obwohl die Herzfrequenz immer gleich bleibt, die Geschwindigkeit sich in der Mitte ändert. Er ist halt in dem ersten halben Stunde ist er den Rhein aufgefahren und die zweite halbe Stunde ist den Rhein runtergefahren. Da diese Geschwindigkeit ja immer absolut gemessen wird und nicht gemessen an Wasserströmung, ändert sich die Herzfrequenz und die Belastung damit also nicht, obwohl die Geschwindigkeit ganz doll variiert. Wir können das Ganze nochmal sehen. Wir haben jetzt hier nochmal Intervalltraining. Da kann man schon feststellen, dass es dann stärker korreliert. Da, wo die
Belastung hochgeht, geht auch die Geschwindigkeit hoch und umgekehrt. Man kann jetzt da noch viel mehr Dinge aggregieren. Hier ist jetzt noch aufgezeichnet, ist ein bisschen unübersichtlich, gebe es zu. Wir haben wieder die Herzfrequenz und die Geschwindigkeit, das sind die rote und blaue Kurve. Wir haben da noch aufgetragen die Schlagfrequenz, die auch bei den Belastungen nach oben geht. Und vor allem, das ist, finde ich relativ spannend, durch die Kraft gemessen wurde, kann man auch, das ist diese lila Fläche, die da unten ist, halt die Energie, die aufgewandt wird, messen und daraus halt auch sehen, was für einem Trainingsaufwand er gefahren ist. Aus dieser Energie und der Herzfrequenz lassen sich dann wieder weitere Schlüsse ziehen. Das ist der sogenannte, das kriegen wir in der nächsten Kurve. Das ist das, was hier unten das orange, das ist der Trainingseffekt oder Training Impact. Das ist halt ein Faktor, der gemessen wird aus Erreichen bestimmter Herzfrequenzbereiche und bestimmten Trainingsumfängen, Belastungsdauer und so weiter. Und daraus wiederum lassen sich dann auch andere Werte ermitteln. Das ist nämlich diese rote und die blaue Kurve. Das nochmal aufgeschrieben, weil das Rote ist quasi die Müdigkeit. Beim Training führt ja grundsätzlich zu einer körperlichen Erschöpfung. Wenn man zu viel trainiert, zieht den Körper das auf Dauer ein bisschen runter. Das heißt, wenn ich kurz vor einem wichtigen Wettkampf stehe, sollte ich nicht ausgerechnet dann ganz intensives Training machen, sondern ich muss dem Körper eine gewisse Chance geben zu einer Erholung. Und die Formkurve, wann bin ich am fittesten, ist dieses Grüne, was da oben ist, relativ deutlich zu sehen. Also die rote und die grüne sind halt so gesehen gegenläufig. Und wenn ich mich jetzt auf einen wichtigen Wettkampf vorbereite, müsste ich gucken, also genau hier ist der wichtige Wettkampf und da ist der wichtige Wettkampf. Das sind, also kann ich mein Training auch danach steuern, dass ich genau in dem Moment, wo ich entscheidend die Meisterschaft habe, dass ich da mit der größten Form an den Start gehen kann. Man kann das noch ein bisschen, haben aber keine Zeit mehr, sehe ich, könnte das jetzt auch noch auswerten nach verschiedenen Trainingsinhalten und Zyklen. Das, was ich gesagt habe, was der Trainingsplan vorsieht, kann man dann nochmal abgleichen mit dem, ob ich das dann wirklich auch so gemacht habe. Und zwar, ob ich das gemacht habe anhand der echter Messwerte von Herzfrequenz und so weiter. Und kann ich dann auch noch steuern, ob das die richtigen Inhalte waren. Wir machen schnell noch, es gibt noch weitere analytische Methoden, die eingesetzt werden. Es gibt einen sogenannten Laktatwert. Das ist Laktat oder Milchsäure ist ein Abbauprodukt beim Zuckerstoffwechsel. Je nachdem, wie hoch dieser Laktatwert ist, kann man auch ein Fitness erkennen. In der Regel geht man von dem Wert bei 4 Millimol, das ist irgendwo hier, das ist so die aerobe, anaerobe Schwelle. Je mehr Leistung man bei diesem Punkt bringen kann, desto besser ist der Trainingszustand. Und da können auch verschiedene Stufentests gemacht werden, verschiedene Belastungen, um das rauszufinden. Wir haben noch auch sehr interessant, jedenfalls, man kann aus der Atemgasmessung Spirometrie unter bestimmten Belastungen durchführen und kann auf diesem Weg den Gesamtenergieverbrauch des Körpers in dem Moment ermitteln. Das sagt zum einen, also wie viel Energie umgesetzt werden kann. Man kann das natürlich auch mit Leistungsdaten in Bezug setzen. Wer mehr Energie verbraucht, ist nicht unbedingt schneller. Wenn man mehr braucht, aber weniger schnell ist, könnte es daran liegen, dass man technische Defizite hat oder dass irgendwelche anderen Dinge den Körper belasten. Man kann da also auch noch analysieren, wo denn noch Potenziale liegen, was man verbessern kann, was jetzt nicht alleine an dem Energieverbrauch liegt. Jedenfalls zusammenfassend wollte ich nur sagen, Erfolg ist messbar und kann ein Ergebnis des Trainings sein. Ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen?
gerade schon rausgehört, ja. Hallo. Also das ist jetzt ja keine spezifische Software, die wir da haben. Also das, was wir da hatten, ich gehe da nochmal drauf. Das ist SportTracks, das ist eine Open-Source-Software, die von ganz vielen verschiedenen Sportarten genutzt werden kann. Das kann man auch, also der Kollege, der mir diese Daten zur Verfügung gestellt hat, hat halt auch selber da für sich bestimmte Parameter halt auch eingestellt, hat das halt dann kombiniert mit Bewegungs- und Geschwindigkeitsdaten. Es gibt auch noch andere. Also es gibt generische Programme von einzelnen Herstellern von so Messgeräten und das wird im Wesentlichen dasselbe sein. Also wir bewegen wir uns ja auf auch analytisch auf ganz, ganz ähnlichen Dingen. Also ich glaube, dass es so Messungen auch im Rudern gibt. Aber das ist halt schon ein ganz großer Zweig der Sportwissenschaft, der sich damit beschäftigt. Also es gibt ja sowohl an der Deutschen Sporthochschule in Köln Menschen, die sich mit Biomechanik und sowas befassen. Und es gibt auch das Institut für angewandte Trainingswissenschaften in Leipzig, die in dem Bereich forschen, die auch mit den Kaderathleten oft, also auch, glaube auch im Rudern, aber auch im Kanu unterwegs sind, um versuchen, da optimale Leistungsdaten zu ermitteln. Also diese Gewässerdatenbank ist im Moment nicht öffentlich zugänglich. Also es ist ein Intranet, basiert technisch gesehen auf dem elektronischen Fahrtenbuch, was wir da thematisiert hatten. Das liegt daran, dass wir halt noch drüber diskutieren, auch inwieweit wir diese Daten, die da drin sind, jetzt zugänglich machen wollen. Also ich muss natürlich sagen, dass wir im Grunde halt auch ein bisschen davon leben, dass wir Bücher verkaufen. wir sind im Moment dabei, dass wir die Daten also für Mitglieder des Verbandes, die sich in diesem elektronischen Fahrtenbuch sind, die können die sich dann angucken, indem sie halt den Fluss aufrufen und dann zum Beispiel diese Stellen auswählen können als Ein- oder Aussatzstelle. Das sind all diese Punkte, die erfasst sind, sind da drin. Bitte? Ja, genau so. Also das für Mitglieder ist das zugänglich. Das andere ist im Moment ein Punkt, wo wir halt noch drüber sehen wir da gar nichts. Mal gucken. Das kann ich nochmal anzeigen. Da diskutieren wir halt noch, in welchem Umfang man das zugänglich machen will. Also das ist noch offen. Also das. Ah, Faltbootfahrer, okay. Genau. Also natürlich, diese Anfragen kommen, also ich sag mal, gerade in dem Maße, wo man das jetzt halt irgendwie auch leichter zugänglich macht, ist das ein Thema, mit dem wir uns aber irgendwie politisch beschäftigen und wie weit man da Modelle entwickeln kann. Also ich meine, Sache ist halt, es kostet relativ Geld, das auch zusammenzutragen und zu pflegen und das müssen wir halt Möglichkeiten finden, wie man das refinanzieren kann und das ist mit einer Webseite und dem, was man da an Online-Werbung verdienen kann, nicht getan. Das ist ja, also das ist über Apps, da diskutieren wir halt, wie wir weiter was entwickeln können, aber das ist noch
da wir halt auch kein multinationaler Konzern sind, der Millionen Etats für sowas zur Verfügung hat, sondern ich sag mal auch diese Gewässerdatenbank überwiegend auf ehrenamtlicher Basis erstellt worden sind mit weiß ich nicht wie viel 1000 Programmierstunden, ist das halt ein Ding, wo wir sicherlich nicht die allerschnellsten sind, sowas dann irgendwie umzusetzen. Aber ich meine, wir sind jetzt noch relativ froh. Ich hatte vor ein paar Wochen auch mit dem Deutschen Ruderverband hatten wir halt ein Gespräch, die ja im Grunde dasselbe Problem haben, aber die haben halt sehr viel weniger Daten auch in dem Bereich gesammelt. Dann haben wir noch überlegt, inwieweit wir da irgendwie möglicherweise kooperieren können, dass man da was rauskriegt, was dann irgendwie für die Ruderer und Kanuten gleichermaßen nutzbar ist. Wenn das alles war, danke ich für das Interesse und die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß hier. Danke.